Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Fahrradsimulator. Die letzte Folge kam gut an, deswegen dachte ich mir, mache ich mal direkt noch eine. Wir sind diesmal in so einem geilen Fahrradpark. Das sieht ja mal mega geil aus. Riesige Schanzen, Sprünge und Steilkurven gibt es hier, also echt geil. Und hier ist auch so eine verdammt steile Schanze. Und genau da werden wir jetzt mal runterfahren und hoffen, dass wir lebendig unten ankommen. Also einmal zurücksetzen, dass wir auch gerade stehen und dann let's go. Ich hoffe, das ist kein Überhang. Oh, wir fliegen. Oh ja, ach du Scheiße. Hilfe, 80 haben wir fast drauf. Oh mein Gott, das ist ja lebensgefährlich. Stopp, stopp, nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher im Denken, halt. Oh mein Gott. Ah, nein. Alter, wie krass ist das denn? Nochmal. Und. Jawohl. Und. Ah, nein, 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 nein. Aua. Das tat weh. Nächster Versuch. Und. Zack. Aua. Hier sieht man nochmal schön, was es alles gibt hier. Also, ganzen Rampen, was ist ja schon geil, ne? Gibt es eigentlich wirklich solche extremen Parcours? Ich meine, dass es so Radparcours gibt, ist ja klar. Aber in solchem Ausmaß? Aua, da war die Stange, ja moin. War ich wohl was zu schnell, ne? So, jetzt aber. Und jetzt. Zack, jawohl. Ach, Mann. Ich wollte gerade sagen, bremsen. Hau ruck. Und hüpf. Wir sind fast zum Stehen gekommen, wie geil. Jetzt können wir erstmal gucken, was wir machen. Ne? Wir stehen nämlich erstmal. Zumindest fahren wir recht langsam. Da hat man mal ein bisschen Zeit zu denken. Hüpf. Oh je. Hoppala. Ach nee, wir spawnen immer noch da oben. Wie ätzend. Naja, dann probieren wir es halt nochmal, ne? Ach man, leck mir die Füße. So, langsam runter. Diesmal versuche ich mal weiterzufahren. So, krabum. Mann. Mal gucken, ob wir dieses Mal weiterkommen. Hüpf. Hoppala. Mal gucken, ob wir dieses Mal weiterkommen. So. Hüpf. Wir stehen, wie geil. Jetzt können wir auch mal weiterfahren, ne? Ohne Angst haben zu müssen, dass wir einen Unfall bauen. Was ist das denn? Wo kommt man denn da hin? Einmal Schwung. Hüpf. Ach, geil. So weit ist das. Wir spawnen wieder hier. Das ist natürlich top. Dann zack. Und. Ui. Das ist schon geil. Wenn man es erstmal raus hat, ist es echt geil. So. Ah, eine Kante. Das tut immer weh, ne? Hier runter. Und. Bumm. Mann, nicht weit genug, ne? Was ist das denn da? Ah, da war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Aber naja, wir leben noch. Von daher können wir weiterfahren. Ist das geil, diese Maps hier. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, immer noch Tipps und so in die Kommentare schreiben, da ich hier kein Profi bin. Im Gegenteil, ich bin ziemlicher Anfänger. Deswegen freue ich mich natürlich immer über Tipps, Vorschläge, Verbesserungen. Dann werde ich bestimmt auch bald Profi im Fahrrad fahren. Wahnsinn, ne? Damals ging man raus im Rad. Heute fährt man einfach Online-Fahrrad. Ist schon ein bisschen lost irgendwie, ne? Naja, wir fahren mal hier die Strecke weiter. Hä? Wo gehen die weiter? Ich weiß es nicht. Naja, fahren wir halt hier weiter, warum nicht? Und hier. Mann, wieder nicht weit genug. Wie der sich immer aufhängt, ne? Normal hätte man sich da doch schon 10-mal die Beine gebrochen. Naja, Take-Off-Zone, ja wahrscheinlich. Abhebzone, wie geil. Da will ich hin. Oder war ich da gerade schon? Ne, da war ich doch schon, oder? Wir spawnen ja immer noch hier. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Das war gut. Das war auch gut. Alter, ich bin da richtig Profi hier. Oha, auf dem Grat. Ach du Scheiße. Ja. Oha, Leute, wie knapp war das denn? Bin ich Gott oder was? Hier, einmal Backflip soll man machen. Wie geht denn das? Ich kann keinen Backflip. Hä? Bin ich jetzt gerade auf dem Boden von dem See?
und stehe dann noch ganz gechillt. Ja, läuft. Wie geil. Jetzt spawnen wir hier wieder am Anfang. Okay, das ist geil. Wir fahren einfach mal ganz normal. Was steht da? Lookout Tower and Jump City. Wir gucken mal, wo wir ankommen, ne? Ist das nicht geil? Da hätte man natürlich schneller sein müssen, um da zu springen. Aber solange uns nichts passiert, ist das ja egal. Jetzt hier. Hüpf. Oh Gott, Hilfe. Ah, alles top. Dann jetzt hier rechts runter. Hüpf. Geil. Dann hier. Schon geil mit den Steilkurven. Ich mag Steilkurven. Man muss sie natürlich richtig nehmen, sonst bringen sie nichts. Aber das sollte ja klar sein. Das macht echt so Bock hier. Was war das denn bitte? Ach, jetzt sind wir... Oh Gott, Hilfe. Okay, wir sind hier wieder gespawnt. Das heißt, hier geht's jetzt zu dieser komischen Brücke. Okay, von da sind wir gerade auch abgesprungen, bei dieser steilen Schanze. Mal gucken, ob wir es schaffen, ohne runterzufallen. Ja. Geil. Dann hier rum. Leute, ich bin ein richtiger Profi. Ich bin doch kein Profi. Richtige Pyramiden. Cool. Da fangen wir jetzt auch mal oben an und fahren da einfach mal runter. Das sieht nämlich sehr nach Spaß aus. Und wo Spaß ist, da bin ich natürlich auch nicht weit. Da kommt schon der Kollege angeschossen hier. Ihr meintet übrigens, das wären echte Fahrer und keine KI. Das ist natürlich cool. Ja, hier fangen wir einfach mal an. Ob wir dann genug Schwung haben, ist die Frage. Aber wer weiß, ne? Jetzt. Hüpf. Ja, ganz knapp. Oh, ne, das gibt nichts. Das gibt nichts. Ach, jetzt sind wir hier gespawnt. Wo sind wir denn hier gelandet? So, hier. Bam. Alter, geisteskrank geil. Jetzt hier. Und bam. Hatte ich gerade 70 drauf? Alter. Einer meinte in den Kommentaren, dass man hier auch auf irgendeinen Strecken... Einer meinte auch in den Kommentaren, dass man auf manchen Strecken 300 schaffen könnte. Ob das stimmt, möchte ich mal in Frage stellen, ne? Aber dass man hier extrem schnell werden kann, das stimmt ja. So, und hier rum. Hüpf. Ach, Kacke, daneben. Nochmal. Hier runter. Oh, diese Schanzen sind so geil. Ja, das war scheiße. Nochmal. Ich frag mich, wie übt man denn sowas in echt? Man hat ja nicht 100 Leben. Ja, komm hoch. Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser. Ach, du Knödel. Nächster Versuch. Hier runter. Um die Kurve. Sprung. Der war top. Dann hier auf Kurs bleiben. 70 haben wir drauf. Läuft bei uns. Ja, der war gut. Das war top. Das war echt top. Einmal hier runter. Dann geht's hier weiter. Ich hoffe mal, wir brauchen jetzt die Geschwindigkeit nicht. Oder? Hä? Ach, da müsste ich hoch. Ja, das ist natürlich schwierig. So. Hier links. Hüpf. Dann schön landen, um keinen Schwung zu verschwenden. Den Sprung perfekt nehmen im besten Fall, ne? Den Schwung nicht verlieren, sondern direkt weiter strampeln und dann da hochspringen. Drückt alle auf den Like-Button, damit es klappt. Und... Jawohl, ich bin oben. Leute, war das nicht ein Aufwand hier? Halbe Stunde verschwendet. Hä, habe ich jetzt ernsthaft so lange gebraucht, um hier hochzukommen, um dann hier festzustellen, dass es hier oben gar nicht weitergeht? Oder war das hier die Mission? Ach nee, da geht's runter, ne? Einmal nochmal wenden. Kamera. Immer wieder die Standard, oder? Drohne ist doch geil. Hier müssen wir runter. Zack, oder? Ja, geil! Das war richtig geil, da wollte ich hin. Und zack. Oh mein Gott, ist das sick geil. Geil. Ja, top. Wir haben jetzt auch noch einen Spawnpoint. Das ist natürlich optimal. Das heißt, wir können so oft versuchen, wie wir wollen. Die Kamera ist doch nicht so geil. Ich bin so winzig, ne? Naja, das war ja auch nicht so geil. Wir gucken mal. Bowl hatten wir die gerade? Oder welche war das? Big Drop. Ja, ja. Ah, Mann, die Kante wollte ich gar nicht erwischen. Voll doof. Also, so. Dann hier, dann nochmal hier. Und jetzt geht's dann nochmal rein. Und dann
beenden wir das Video. Einmal hier rein. Wir machen Backflip. Ja, wow, das war ein richtiger billiger Trick, ne? Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Fahrradsimulator sehen willst, zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Auf Insta folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord bin ich auch manchmal live. Da kann man auch mit mir reden. Beides in der Beschreibung verlinkt. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.